Ja, willkommen zu dieser TagView Podcast Spezialsendung zu dem Windows 8 Thema, was jetzt in der letzten Zeit aufgekocht ist. Denn Microsoft hat sein neues Windows 8 vorgestellt und hat jetzt auch den Entwicklern eine Preview gegeben, die man auch ganz legal runterladen kann als Windows Developer Preview Downloads, wie ich das hier gemacht habe. Die URL werde ich natürlich euch hier unten noch einblenden. Dann seht ihr, wo ihr das Ganze bekommt. Das Ganze gibt in zwei, ja eigentlich drei Varianten. Einmal als Developer Preview with Developer Tools, das ist das erste hier. Das ist eine 64-Bit-Variante, die 4,8, also knapp 5 GB große Variante, die ausgestattet ist eben mit der 64-Bit Windows Developer Preview, mit dem Windows SDK for Metro Style Apps. Dazu kommen wir gleich auch nochmal, wenn ich euch den Desktop vorstelle. Dann Microsoft Visual Studio 11 Express und Windows Developer Preview, für Windows Developer Preview, Microsoft Expression Blend 5 Developer Preview und 28 Metro Style Apps, die bereits schon in dem Programm, in dem System mitgeliefert werden. Die etwas abgespecktere Variante, die ich mir hier runtergeladen habe, ist diese 32-Bit-Variante, die ist nur 2,8, also etwa 3 GB groß und beinhaltet eben diese Windows Developer Preview in Englisch, 32-Bit. Das gleiche gibt es nochmal 64-Bit, ist aber auch schon 3,6, also knapp 4 GB groß und ist auch eine ISO-Datei, die man einfach brennen kann. Dann gibt es hier noch die Systemvoraussetzungen, 1 GHz, 32-Bit oder 64-Bit Prozessor mit 1 GB RAM oder 2 GB RAM für 64-Bit empfohlen, 16 GB Speicherplatz, freier Speicherplatz bei der 32-Bit-Version und 20 GB bei der 64-Bit-Version. Das sind jetzt nicht die Mindestanforderungen, sondern das sind die Mindestanforderungen. Ich habe es jetzt auch auf einem 8 GB großen Festplatte installieren können, ohne Probleme, das System. Allerdings eben diese 32-Bit-Variante. Bei der größeren Variante kann ich mir vorstellen, dass Visual Studio Express und so weiter und so fort, dass die dann natürlich viel mehr Speicher fressen. Deshalb sollte man vielleicht dann doch schon so 20 GB frei haben. DirectX 9 Grafikkarte mit WDDM 1.0 oder höher wird ja irgendwie vorausgesetzt, nicht so richtig, weil ich habe es ja auch in der virtuellen Maschine hier gestartet und werde euch jetzt gleich mal dann zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Und dann Taking Advantage of Touch Input Requires Screen that Supports Multitouch. Das heißt, Multitouch wird hier auch empfohlen zumindest, dass man das benutzt. Ja, und das ist im Grunde genommen Windows 8, wo man sich's runterladen kann, die Developer Preview, und fangen wir direkt mal an mit der Installation. Windows 8 also nun. Wir starten das Ganze hier in der virtuellen Maschine mit dem Setup natürlich von Windows, und da möchte ich euch mal zeigen, was sich dort alles geändert hat. Ihr seht Loading Files, das geht relativ simpel und relativ schnell. Und dann schauen wir mal, hat sich was getan bei dem System oder hat sich beim Installationssystem nichts getan. Also ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, im Grunde genommen gleich geblieben. Da hat Microsoft weniger getan. Hier sehen wir den Start-Screen, also den Boot-Screen. Da seht ihr auch diese Animation unten, die uns anzeigt, dass gerade Windows Developer Preview startet. Es steht also noch nicht mal Windows 8 oder sowas dran, sondern einfach nur Windows Developer Preview. Das soll uns natürlich auch daran erinnern, dass es eben nicht Windows 8 Beta oder sowas ist, sondern dass es einfach eine Entwicklungsvorschau ist auf das, was in Windows 8 dann alles kommen wird. Und Microsoft ist dann wahrscheinlich auch selber intern viel, viel weiter. Hier sehen wir den ganz normalen Screen, wo man noch auswählen kann, was für eine Sprache man hat und noch die Zeitzone auswählen kann, so wie eben das Keyboard-Layout. Und ja, schauen wir mal, was es hier an Sprache gibt, eben nur Englisch. Dann wählen wir mal hier unser richtiges Land aus, das ist Deutschland, und machen mit der Installation weiter. Ihr seht, im Grunde genommen das gleiche wie bei Windows 7, da hat sich nicht viel getan, was jetzt die Installation angeht. Setup is starting, das Ganze läuft jetzt also auch an, und ich habe dann die Möglichkeit, mit Sicherheit meine Festplatte natürlich einzurichten, auszuwählen, wo ich das ganze System installieren möchte. Und da ist auch wieder was Besonderes. Windows 8 soll ja da neuerdings auch ein komplett neues Dateisystem oder sowas verwenden für eben auch das spezielle Hibernating, also dieses spezielle Herunterfahren, das ja dann auch dafür sorgen soll, dass im Grunde genommen das System schneller hochfährt, wo eigentlich im Grunde genommen nur der Kernel eben in diesen Hibernate-Zustand gefahren wird und der Rest dann eben, okay, ich lese gerade hier die Lizenz durch.
und akzeptiere die jetzt. Und dann kann es weitergehen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Upgrade zu machen oder neu installieren. Machen eine Neuinstallation. Ihr seht, ich habe jetzt hier gerade mal 7 GB frei. Oh, das könnte knapp werden. Ihr seht, es wird mir empfohlen, dass ich doch ein bisschen was mehr brauche. Und machen wir weiter hier. Und er richtet dann automatisch was ein. Das Interessante ist, dass er hier automatisch eine kleinere Boot-Partition einrichtet. Das kennt man eher von Linux her. So etwa 350 MB große Boot-Partition. Und der Rest ist dann halt für das System gedacht. Wofür das jetzt gut sein soll, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Vielleicht liegt es am neuen Dateisystem. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Prozess der Installation verläuft halt eben wie bei Windows 7. Machen wir also nachher weiter, wenn die Installation fertig ist. So, die Installation ist jetzt schon so weit fortgeschritten, dass ich euch was Neues zeigen möchte. Wir müssen nämlich hier jetzt in Personalize Settings, quasi in Personalisiere deine Einstellungen gehen. Das macht das ganze System nach dem ersten Reboot. Hier muss ich meinen PC-Namen eingeben. Ja, das mache ich mal kurz. Ihr seht auch ein komplett neues Interface hier, so ein grünes Interface mit so komischen Buttons. Ich habe dann die Möglichkeit, hier werden mir die Express-Settings vorgeschlagen, dass er automatisch mit dem Internet synchronisiert, sich Updates runterlädt, Hilfe und so weiter und so fort. Ich suche mal hier die Express-Settings, ansonsten kann man das noch einstellen. Dann muss man sich anmelden oder kann man sich anmelden mit dem Windows Live-Account und ich habe mich auch zuerst erschreckt, aber es gibt da unten Don't want to log on with a Windows Live ID. Das kann man anklicken und dann einen ganz normalen lokalen Account erstellen. Ich habe auch keine Windows Live Login, deshalb war ich ein bisschen erschrocken. Und hier habe ich die Möglichkeit, hier wird nochmal erklärt, was das alles ist, wozu das gut ist. Hier habe ich die Möglichkeit, dann auch einen normalen lokalen Account zu erstellen, falls ich halt eben nicht über Windows Live ID mich anmelden möchte. Es ähnelt so ein bisschen an das, was Chrome OS so macht, deshalb war ich so ein bisschen erschrocken, aber man kann sich auch lokal anmelden. Ich muss hier meinen Benutzernamen eingeben, mein Passwort eingeben. Und ja, Passwort Hint, also ein Hinweis für mein Passwort, wenn ich es vergesse, FUBA. Und dann machen wir weiter. Dann müsst ihr, glaube ich, loslegen. Ja, finalizing your settings. Dann finalisiert er jetzt alle Einstellungsmöglichkeiten, stellt das alles ein, erstellt den User-Account und dann können wir, glaube ich, gleich auf den Desktop schalten. Ja, ich habe mich wohl zu früh gefreut. Das Ganze hat rebootet und sieht jetzt so aus. Getting System Ready, das heißt der ganz normale Boot-Screen, wo dann unten noch was zusätzlich irgendwie dran steht. Hoffen wir mal, dass das Ganze dann jetzt doch funktioniert. Es dauert schon recht lange, die Installation. Also die Installation selber, das Kopieren und Extrahieren der Dateien hat nicht so lange gedauert, aber diese neuen Boot-Vorgänge hier mit den komischen Schrift unten, das dauert dann doch schon was länger. Das heißt, so 20, 25 Minuten muss man schon einplanen für so eine Installation von Windows 8. In jedem Fall in diesem Fall natürlich dann in der virtuellen Maschine. Das dauert natürlich was länger. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze... Ach, startet wieder neu. Ja, aber der Mauszeiger ist noch da. Da scheint doch wohl was... Stand doch gerade Restarting your PC. Und dann erscheint der Mauszeiger. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Oder auch nicht. Ja, Windows 8, die Developer Preview. Und ich habe euch ja das Setup jetzt gezeigt. Jetzt habe ich das System einmal komplett eingerichtet quasi. Und möchte euch jetzt den Bootvorgang mal kurz zeigen. Der dauert ein bisschen was länger als das, was man auf der Präsentation gesehen hat. Also hier so ein paar Sekunden booten. Das klappt nicht. Ist natürlich jetzt hier eine virtuelle Maschine, wie ihr gesehen habt. Da klappt das natürlich erst recht nicht. Aber so 20 Sekunden ungefähr braucht es. Dann kommen wir auf diesen Screen hier. Das ist der Lock-Screen im Grunde genommen. Ja, wie eure Smartphone-Betriebssysteme hat jetzt auch Microsoft dran gedacht. Natürlich gerade eben, weil das System ja auch für Tablets oder gerade nur wegen Tablets ausgerichtet ist, momentan jedenfalls. Da macht es natürlich Sinn, dass das Ganze dann auch einen Lock-Screen hat. Und um diesen Lock-Screen auszuschalten, genügt bei Tastatur- und Mausbenutzung natürlich nicht einfach so ein Klick oder sowas, sondern man muss eine Geste machen, diesen Lock-Screen nach oben ziehen. Ich habe jetzt hier zwei User-Accounts angelegt. Ich gehe mal in den einen rein oder versuche es zumindest reinzugehen. Oder in den anderen. Es klappt gerade beides nicht. Ja, das ist halt Windows 8. Das kann mal passieren, dass irgendwas nicht funktioniert. Gerade bei dieser sehr, sehr frühen Build. Das ist ja jetzt hier gerade, glaube ich, Milestone 3 oder sowas.
Von Windows 8 warten wir vielleicht noch ein bisschen ab, aber wenn das dann auch nicht klappt, dann muss ich wohl neu booten. Also es reagiert gerade nicht auf Tastatur, oder Mauseingaben. Das ist natürlich schlecht. Wollen wir das die Maschine mal kurz zurücksetzen und das unser Glück nochmal versuchen. Ich werde das jetzt auch so bewusst auch drin lassen in der Aufnahme, weil ich es langsam leid bin, 10.000 Aufnahmen zu machen wegen diesem Windows 8 Developer Preview, weil ich es euch vorstellen möchte. Also ich halte es momentan noch selbst für Entwickler schwer benutzbar. Gerade auch in der virtuellen Maschine. Ihr seht, es ist schon wieder abgekackt. Beim Booten jetzt in dem Fall. Setzen wir es nochmal zurück. Also es stürzt doch recht häufig ab und ich habe jetzt hier eine virtuelle Maschine, also VirtualBox laufen. Und ich denke mir auch, viele Entwickler werden das nicht auf normalen Rechnern installieren, sondern werden das erstmal in der virtuellen Maschine laufen lassen. Und da ist mir auch schon deutlich aufgefallen, dass so ein Negativpunkt, dass das System doch deutlich, also richtig Bugs hat, so richtig backhungrig ist und ich es nicht zum flüssigen Arbeiten bewegen kann. Ich habe die Vermutung, es ist schon wieder stehen geblieben. Zumindest die Ladeanimation. Vielleicht lädt es ja noch zu Ende. Auf jeden Fall hat das System doch schon einige Macken und ihr werdet auch sehen, wenn ihr das System das erste Mal hochfahrt. Das hat nichts mehr mit einem normalen Windows-System für Desktops zu tun, sondern das hat sich komplett gewandelt zu einem Tablet-System. Das heißt, man hat im Grunde genommen die Windows-Oberfläche abgeschafft, also nicht, also komplett abgeschafft. Die arbeitet, werkelt im Hintergrund immer noch. Das merkt man an der einen oder anderen Ecke, wenn man Programme aufruft, dass die eben noch im klassischen Desktop gestartet werden. Allerdings, was dann doch schon einem klar auffällt, ist, dass Microsoft in die Richtung geht, dass sie auf jeden Fall diesen Desktop, diesen klassischen Desktop abschaffen möchte oder verstecken möchte, vor eben diesem neuen Desktop, den sie geschaffen haben, der sich Metro nennt. Das ist doch zum Mäusemelken. Schon wieder. Also jetzt machen wir mal komplett die Maschine aus. Starten wir sie so komplett neu. Müsste eigentlich mit Zurücksetzen auch getan sein, aber anscheinend funktioniert das so auch nicht. Und ja, der Metro-Desktop, ihr könnt euch das vorstellen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, was hat man in der Metro, was hat man in der U-Bahn häufig? Ja, natürlich Reklamefelder und Reklameschilder und Microsoft hat sich quasi daran orientiert und hat eben solche Kacheln angelegt. Das hoffe ich euch gleich zeigen zu können, wenn es denn endlich hochfährt. Das ist schon mal der Bootscreen weg. Das ist schon mal eine gute Sache. Please wait. Okay, ich warte. Da haben wir wieder den Lockscreen, den können wir wieder hochschieben und jetzt, jetzt klappt auch das Anmelden, hoffe ich. Passwort eingeben, Submit, okay, wieder ein Bug hier. Man sieht aber auch deutlich, dass die Elemente sich auch geändert haben. Wir sehen hier an diesem Scrollleiste, die kurz eingeblendet wurde, dass das auch wieder Touchscreen-freundlicher ist, weil eben die Knöpfe viel weitergezogen sind, die Leiste viel größer ist in der Weite, auch so, dass man das Ganze mit einem Finger dann eben bedienen kann. Und das setzt sich auch sofort auf dem ganzen kompletten Desktop. Den möchte ich euch kurz auch zeigen, wenn das denn klappt. Und ja, es dauert noch was. Eigentlich habe ich mich da schon mal einmal angemeldet, aber scheinbar hat er das wieder vergessen. Auf jeden Fall, Microsoft hat, und das muss man denen zugutehalten, ein komplett neues, ja, für den PC auf jeden Fall einen komplett neuen Ansatz verfolgt, jetzt was eben Benutzeroberflächen angeht. Man kennt es natürlich, dieses Metro-Design, auch mit den Kacheln eben, den Programmkacheln, kennt man auch schon von Windows Phone 7 her, wo dann eben Programme sich hinter diesen Kacheln verbergen und die Programme dann auch die Möglichkeit haben, eigene Statusmitteilungen in diesen Kacheln zu verbergen, was natürlich sehr viel Sinn macht, wenn ich so ein E-Mail-Programm habe, dass eben dieses E-Mail-Programm auch in dieser Kachel dann auch anzeigen kann, wie viele neue E-Mails gerade angekommen sind oder
wie viele E-Mails ich insgesamt habe oder im Instant Messaging-Bereich, dass da was angezeigt wird. Es macht natürlich auch Sinn, so eine Oberfläche für Tablets zu benutzen. Allerdings, die große Frage, die mich da natürlich dann bewegt, macht es auch Sinn, das Ganze für den PC herzurichten und auf dem PC zu benutzen? Auf einem Computer, wo wir im Grunde genommen mit Tastatur und Maus arbeiten, macht es dort Sinn, tatsächlich auch solche Kacheln zu machen? Da muss sich natürlich jeder selber einen Gedanken drüber machen. Ihr merkt, ich versuche da ein bisschen vorbeizulabern oder ein bisschen was rumzulabern, damit das System dann endlich jetzt hochfährt. Und das dauert noch, aber zumindest scheint die Festplatte zu arbeiten. Das heißt, er macht irgendwas, was weiß der Geier. Auf jeden Fall, Windows 8 hat eben diese Kachel-Ansicht komplett fast übernommen als Standard-Desktop. Und das Interessante hierbei ist, dass sie das konsequent durchsetzen. Das heißt, man findet halt auch immer noch den klassischen... Oh, es fährt hoch, ihr seht's. Es hat noch ein paar Einstellungen gemacht. Man findet immer noch den klassischen Desktop, den sieht man jetzt hier, den klassischen Windows 7 Desktop im Grunde genommen, aber dann kommt auch schon Metro direkt rein und startet, und hier sehen wir jetzt diese Kachelansicht, wo wir eben hier zum Beispiel den Internet Explorer starten können, den Web Store, das Control Panel, Weather, die Icons werden gerade noch geladen, ihr seht, es dauert also doch noch etwas länger, als man das so erwarten würde, News, Twitterama. Und wir haben jetzt hier unten so eine Leiste, wo wir dann weitergehen können, und ob das wirklich tatsächlich sich beim User durchsetzt, beim Tablet-User mit Sicherheit, weil der kann einfach hier drüber swipen und dann kann er einfach zu den anderen Programmen wechseln, aber beim normalen User hier durchscrollen oder mit dem Mausrad durchscrollen zu anderen Programmen, also ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich, das ist nicht nur, ihr seht hier steht Start, das ist nicht nur das Replacement im Grunde genommen für den kompletten Desktop, also der Ersatz für den Desktop, sondern das ist auch der Ersatz für das Startmenü. Viele werden sicherlich, die mit dieser Oberfläche nicht zurechtkommen, direkt hier unten den Desktop sehen und dann da drauf klicken und denken, ha, Gott sei Dank, ich bin wieder auf meinem Windows 7 Desktop. Allerdings werdet ihr schnell merken, der Startbutton sieht so komisch aus, klickt man drauf, gelangt man zur Metro-Oberfläche. Das heißt, es gibt kein Startmenü in dem Sinne mehr, sondern das ist eben komplett die Metro-Oberfläche, die man hier wieder genommen hat und die eben hier als Startmenü fungiert. Und das heißt, man muss quasi mit Metro arbeiten, zumindest in dieser Developer-Preview, und man kann nicht mit dem klassischen Desktop im herkömmlichen Sinne arbeiten, weil wenn man hier auch die Windows-Taste drückt, und das ist auch eine Besonderheit von Metro, gelangt man immer zu Metro, also diesem Metro-Desktop. Gehen wir mal in das Control Panel, bei der es ist auch die einzige Applikation, die ich jetzt hier installiert habe als Kachel, weil ich eben die kleinere ISO-Datei heruntergeladen habe und die hat eben nur diese kleineren Kachelfunktionen, kleinere Kachelfunktionen, das heißt der Internet Explorer zum Beispiel als Kachel ist nicht installiert und so weiter und so fort. Da muss es wohl extra Programme geben für. Hier kann ich was personalisieren. Ich glaube, das ist das Richtige, was ich machen möchte. Ihr seht wieder dieses Interface, was so halb abgeschnitten ist. Das erinnert doch wieder stark an das mobile Interface, was bei Windows Phone 7 benutzt wird. Ich kann jetzt hier den Lockscreen einrichten, wie ich möchte. Hab hier viele verschiedene Wallpaper, die ich einrichten kann. Und kann auch noch eine App hinzufügen, das ich benutzen möchte und das auf dem Lockscreen angezeigt werden soll. Ihr seht, es gibt keinen Zurück-Button. Zurück komme ich wie eben auf dem Touchscreen eben gewohnt. Wenn ihr noch kein Touchscreen benutzt habt, dann oder kein Android benutzt habt auf dem Touchscreen oder iOS, wird es euch ein bisschen vielleicht was schwierig vorkommen. Es gibt keinen Close-Button, also keinen Schließen-Button, sondern man muss einfach an die Seite hier klicken und dann ist das weg. Zurück kommt man auch, indem man einfach hier draufklickt. Also quasi versucht da reinzugehen. Auf diese kleine Ebene, die man dann sieht. Beim Touchscreen kann man das einfach wahrscheinlich hin und her swipen. Gucken wir mal hier mal bei Users. Ja, hier kann man meinen Local Account sehen, ich kann mein Passwort ändern, ich kann mein Picture-Passwort einrichten. Das heißt im Grunde genommen auch wieder was für Touchpads gedacht und nicht so sehr für den Otto Normalbenutzer. Anstatt ein normales Passwort über Tastatur einzugeben, habe ich hier die Möglichkeit, ein Passwort über Maus quasi einzugeben. Das heißt, mir wird ein Bild angezeigt und ich muss da bestimmte Punkte auf dem Bild auswählen und einmal kurz rüber swipen oder sowas. Zum Beispiel in dem Gesicht die zwei Augen anklicken und dann beim Mund eben diese
Geste machen, wie ein lachendes Gesicht, also ein Smiley im Grunde genommen nachzeichnen auf einem bestimmten Bild, um in meinen Account reinzukommen. Das ist also eine Möglichkeit hier. Es gibt einen PIN-Login, also eine ganze Menge, was man hier machen kann. Man kann auch die Windows Live-ID einrichten, hier nachträglich, falls ihr das, so wie ich es bei der Installation nicht gemacht habt. Ihr seht hier noch andere Benutzer. Ich habe hier noch einen zweiten Local-Account, der funktioniert aber auch irgendwie nicht so richtig jedenfalls. Gehen wir mal zurück. Achso, was ich machen wollte, war natürlich mein Gesicht ändern hier irgendwie. Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, das Gesicht zu ändern oder hier irgendwas zu machen. Gehen wir mal bei Wireless rein. Wir haben ja kein Wireless hier available. Da müssen wir kurz mal weiterschauen, was es doch noch sonst so gibt. Notifications kennen wir natürlich auch schon vom mobilen System und das ist natürlich auch hier mit eingearbeitet. Und man kann hier Notifications ein- und ausschalten. Ihr seht wieder so lustige Schaltflächen, wie man sie von Apple oder von iOS oder von Android oder auch von GNOME 3 und so weiter kennt, dass man hier einfach hin und her schalten kann, an- und ausmachen. Natürlich auch wieder für den Swipe-Faktor, für den Finger gedacht, damit es natürlich einfacher geht und man kann dann ja, Notifications empfangen, also kleine Benachrichtigungen. Private Einstellungen, Privacy, Sicherheitseinstellungen und so weiter gibt es hier natürlich auch, wo man einige Sachen machen kann. Interessant ist auch, dass jetzt die Programme bei Microsoft nicht mehr Programme heißen oder Programs oder sowas, sondern Apps. Das heißt, deshalb wird hier auch überall von Apps geredet, wie eben im mobilen Sektor auch. Können wir mal hier generelle Einstellungen gehen, kann ich die Uhrzeit ändern, Zeitzone, Touch, Keyboard kann ich einstellen. Das heißt, ich kann auch mir ein virtuelles Keyboard einblenden lassen und habe natürlich hier Möglichkeiten, die Suche noch einzurichten. Das ist auch eine nette Sache, dass ich hier nach Apps suchen kann, aus Build, aus Memories, Near Me, Note Space, Picture, Stream, Socialité, keine Ahnung, was das ist, Store und Twitterama. Das heißt, es werden auch automatisch in der Suche, kann ich euch gleich auch mal zeigen, wird auch automatisch Twitter durchsucht, es wird Flickr durchsucht und viele andere Dienste lassen sich hier einfach einrichten, dass die auch mit durchsucht werden. Im Share-Tab kann ich auch Apps sharen oder Apps anzeigen lassen in dem Share oder Teilen, in der Teile-Option. Das ist in dem Fall hier Socialité und Twitterama. Da kann ich dann auch Bilder und so weiter sofort direkt da hochladen. Es gibt Send, auch die Möglichkeit, Apps zu senden und das ist auch eine tolle Sache. Ease of Access, da habe ich die Möglichkeit eben spezielle Sachen einzuschalten, um eben die Bedienung zu erleichtern. Unter Geräten kann ich weitere Geräte hinzufügen. Das ist das, was man vorher als Gerätemanager quasi kannte. Ihr seht, das ist sehr, sehr begrenzt. Ich kann dann hier auf Add in Device klicken und dann wird ein neues Gerät gesucht und ich kann es dann einfach hinzufügen. Alles so ein bisschen, also wirklich alles für den Touchscreen und für den Tablet-PC gedacht, aber so richtig großartig, so wie das alte System eben funktioniert hat, das haben wir hier nicht. Und die Bedienung ist halt auch für den, der jetzt vorher immer so normales Windows benutzt hat, ein bisschen was schwierig. Und für die Leute, die meinen, ja, man kann doch dann einfach in die klassische Desktop-Umgebung wechseln, das stimmt zum Beispiel, wenn ich hier auf More Settings klicke, wechselt er in die klassische Desktop-Umgebung und zeigt mir das altbekannte Startmenü, das altbekannte Control Panel, also das altbekannte, die altbekannte Systemsteuerung an. Neu bei dieser klassischen Version ist, wenn ihr es vielleicht mal gesehen habt, die Buttons so ein bisschen was anders, glaube ich, als bei Windows 7 noch. Die schließen, minimieren und maximieren Buttons und der Text ist jetzt hier in der Mitte. Der war ja vorher immer, glaube ich, links angeordnet. Die Buttons zum Vorwärts- und Zurückgehen sind ein bisschen was kleiner geworden und ansonsten ist eben die Systemsteuerung genauso wie bei Windows 7 aufgebaut mit all den Optionen, die man auch kennt. Ich kann hier auch wieder in Hardware und Sound reingehen. Zum Beispiel kann man weitere Geräte hinzufügen, wie meinen Drucker zum Beispiel, Soundsystem einrichten und so weiter und so fort. Was mich so ein bisschen wundert, ist halt eben, dass diese Oberfläche im Grunde genommen eine kastrierte Oberfläche ist und im Grunde genommen so eine Fallback-Oberfläche ist für all die Programme, die es eben für Windows 7 und so weiter gibt. Aber die Standardoberfläche soll dann auch tatsächlich dieses Metro sein. Ich kann hier zwar den Windows Explorer noch aufrufen, um mit Dateien rumzusurfen, weil da gibt es keinen Metro-Pendant, zumindest bis jetzt. Und da werdet ihr auch wieder eine Neuerung sehen. Der Explorer bietet jetzt eben die Ribbon-Oberfläche an. Die habe ich ja schon mal kurz in, glaube ich, einigen Kommentaren ein bisschen was kritisiert, weil sie eben zu viel Platz hier oben einnimmt.
und man zu wenig von den Dateien selber sieht. Und im Grunde genommen alles, was man hier sieht, wenn man eine Datei anklickt oder so weiter, das ist ja das Gleiche, was man auch mit dem Rechtsklickmenü auch immer erreicht oder erreichen könnte. Man kann allerdings diese Ribbon-Oberfläche auch verkleinern. Einfach mal doppelt draufklicken und kriegt dann die klassische Oberfläche quasi wieder zurück. Und dann kann man einfach mit einem Klick eben das Menü aufrufen, zu dem das Dateimenü ein bisschen was anders natürlich jetzt gestaltet. Das Home-Menü kann ich auch aufrufen als so eine Art Menü und dann hier durchgehen. Das funktioniert also auch. Das gefällt mir auch viel, viel besser, dass das erstmal versteckt ist und dass ich es dann eben in einer, ja, in der neuen Menüansicht präsentiert bekomme. Und ihr seht, ich kann hier auch direkt kriege ich eine Vorschaufunktion, wie es aussehen würde, wenn ich hier die Ansicht wechsle. Also natürlich auch ein bisschen blöd, weil im Grunde genommen, naja, wenn ich jetzt hier mehrere Dateien habe und ich gehe dann hier drauf und will zum Beispiel etwas ganz rechts da machen, FileName Extensions anzeigen, und ich gehe kurz hier drüber, dann seht ihr, hat er schon dreimal jetzt die Übersicht gewechselt. Das macht bei langsamen Festplatten, bei sehr, sehr vielen kleinen oder auch großen Dateien, macht das einen ordentlichen Arbeitsaufwand, die neu irgendwie darzustellen in der Liste oder in Detailansicht. Und das dann neu rechnen zu lassen, in dem Fall, wo ich einfach nur mit der Maus rübergegangen bin, das kann dazu führen, dass die Maus sich verlangsamt und dass das System sich verlangsamt insgesamt und dann ein bisschen was langsamer wird. Ansonsten macht das doch ordentlich seinen Dienst, wie man es halt eben kennt. Die Libraries kennt man ja auch schon aus Windows 7 her und da hat sich also nicht viel getan, was das angeht. Neu ist hinzugekommen, wenn ihr auf irgendwas draufgeklickt habt, wie zum Beispiel hier auf dieses Video Library, dann wird hier oben auch nochmal neben der neben dem Titel des Fensters auch nochmal Library Tools angezeigt. Also so ein Indikator dafür, ach, jetzt gibt es hier was Neues, eine neue Sache, ein neues Tab ist aufgegangen für eben diese Libraries. Und das wird halt durch diese Notifizierung, diese Benachrichtigung angezeigt und dann kann ich hier diese Library-Sachen managen. Das ist also auch sehr nett gemacht. Dann ist auch natürlich neu, seht ihr hier oben die Icons, die hinzugewandert sind, neben dem eigentlichen Icon, was uns jetzt das Explorer-Icon im Grunde genommen ist, was uns jetzt anzeigt, in welchem Ordner wir uns gerade befinden, gibt es hier noch eine Möglichkeit, einen neuen Ordner einzurichten. Das heißt, hier wird auch wieder so eine Schnellstartfunktion mit irgendwie eingebracht. Ich kann also einen neuen Ordner einfach einrichten, einmal draufklicken und einen neuen Ordner erstellen. Was mich so ein bisschen stört, ich bin jetzt zum Beispiel hier, habe diesen neuen Ordner, ich habe jetzt Manage offen und klicke mal drauf und erwarte ich ja im Grunde genommen eigentlich, dass ich jetzt zu diesem Home komme und dann eben, also automatisch zu diesem Home komme und dann eben Cut, Copy, Delete oder sowas ausführen kann direkt. In dem Fall, weil ich mich im Videoordner befinde, seht ihr, hat sich eine neue Benachrichtigung aufgemacht. Es gibt einen Play-Modus, wo ich dann alle Videos, die jetzt in diesem Ordner zum Beispiel wären, einfach abspielen kann oder zur Playlist hinzufügen kann. Das ist auch eine sehr, sehr nette Sache. Allerdings würde ich mir sowas auch wünschen für Ordner, die jetzt nicht unter Videoordner oder in der Videobibliothek drin sind, dass das auch natürlich möglich wäre, die irgendwie anzeigen zu lassen. Und das ist halt so eine Sache, da muss man sich natürlich die Frage stellen. Ich finde, Microsoft hat es hier sehr, sehr clever gemacht, was dieses Ribbon jetzt angeht, wie das funktioniert, auch mit der Notifizierung, da ist was Neues hinzugekommen. Allerdings, aus meiner persönlichen Sicht, ist das viel zu aufwendig und für die Power-User, da macht es einfach keinen Sinn, so viele Optionen zu haben. Das ist ein einfacher Dateimanager, da will man eigentlich nicht so viele Optionen haben, sondern der soll eben nur Dateien verwalten und die meisten werden sowieso mit den ganz normalen Shortcuts, wie zum Beispiel jetzt Shift und Delete oder Shift und Entfernen, um den Ordner komplett zu entfernen und nicht in den Mülleimer zu verschieben, leben können. Für Neuansteiger sicherlich macht es ordentlich Sinn, aber trotzdem ein bisschen was verwirrend. Die Icons hier oben, zum Beispiel Properties, um sich dann die Eigenschaften anzuzeigen von so einer Library oder einem Ordner oder sowas, was man gerade markiert hat. Dann gibt es natürlich hier noch die Möglichkeit, auch noch ein paar andere Quick Access Toolbar Elemente einblenden zu lassen, beziehungsweise auszuwählen. Und nun ja, also es ist eine Geschmackssache. Ich persönlich in dem Modus, wie es jetzt ist, würde es mir gefallen. Ist der klassische Modus, würde ich mal sagen. Und da kann ich durchaus mit leben, aber insgesamt ist das mit den Ribbons gut gedacht, aber
für mich ist es zu umständlich immer noch hier durch die. Ich mag das dann doch lieber, die klassischen Menüs, die machen dann doch ein bisschen mehr her. Auch das mit den Tastenkombinationen, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel die, was war's? Lass mich mal die Ribbon komplett einblenden. Was ist die Umschalttaste? Genau. Oder die Steuerungstaste? Ja, die Umschalttaste. Ja, die Alt-Taste war es. Wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, dann habe ich eben, kriege ich hier so eingeblendet die verschiedenen, ja, Buchstaben im Grunde genommen, die ich auf der Taste oder Zahlen, die ich auf der Tastatur drücken kann, um eben zu einer bestimmten Sache zu wechseln, wie zum Beispiel der Manage zum Manage-Tab, da muss ich JL drücken. Dann bin ich bei Manage und jetzt kann ich hier Restore Settings machen, indem ich auf R drücke oder sowas. Es macht auf dem Copy, es ist auf dem Copy-Gedönse macht das wenig Sinn, wenn ich jetzt eine Datei markiere oder sowas und jetzt Alt drücke. Dann muss ich fürs Kopieren oder zum Verschieben muss ich dann auch Tastenkombinationen drücken, die teilweise zweistellig sind, also JL zum Beispiel oder JV, anstatt eben die ja herkömmlichen Tastenkombinationen, die man so kennt, auch für Copy oder sowas zu benutzen. Also Steuerung C, Steuerung V bietet man hier oder blendet man hier Tastenkombinationen ein, die unüblich sind, die nur mit diesem Explorer-Interface gehen, die auf älteren Windows-Versionen nicht gehen. Und da frage ich mich natürlich, wenn man Einsteiger erreichen möchte, warum mutet man denen dann komplett neue Tastenkombinationen zu, die sie dann später, wenn sie ein anderes Betriebssystem benutzen, nicht mehr benutzen können oder eine ältere Version von Windows benutzen können, nicht mehr eben diese Tasten auf diese Tastenkombination zurückgreifen können, sondern komplett neue oder andere lernen müssen. Also das ist so ein bisschen, für mich ein bisschen was verwirrend auf jeden Fall. Nun ja, das genug zu dem Windows Explorer in Version, in der Version 8 im Grunde genommen. Ihr seht dann, ich habe hier unten den Internet Explorer drin, das heißt, er lässt sich in der Kachel leider nicht starten, wenn ich da draufklicke, oder? Ah, doch, es klappt, seltsamerweise. Okay, er startet mir jetzt aber hier die Desktop-Variante des Internet Explorers. Das hat gerade eben noch nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich draufgeklickt, ist nichts passiert, so wie bei anderen Kacheln, wenn ich dann die Kachel nicht installiert habe, draufklicke, passiert im Grunde genommen nichts. Ihr seht, das ist jetzt der Internet Explorer 10, wenn ich mich nicht irre, und er ruft hier eine ganze Menge an Programmen oder Seiten direkt schon auf. Das ist jetzt allerdings nicht die Kacheloberfläche, sondern das ist die, ich glaube, die alte Oberfläche im Grunde genommen, die man halt kennt von eben dem Internet Explorer 9 auch noch. In dem Fall Internet Explorer 10. Das ist aber nicht die Kacheloberfläche, weil die Kacheloberfläche sieht komplett anders aus. Die hat hier unten, wo jetzt meine Leiste ist im Grunde genommen, meine Windows Taskbar hat dort einfach das Eingabefeld, also diese URL-Zeile und die Tabs sind dann weiter oben mit Previews, werden die dort angelegt. Das ist auf jeden Fall der Internet Explorer, da möchte ich auch nicht viel zeigen, weil da hat sich nicht viel getan. Ihr seht, wenn ich hier auf dieses neue Startsymbol klicke oder drüber hovere, unten rechts, dann wird mir auch automatisch hier das aus dem Lockscreen bereits bekannte Uhrzeit, Datum und hier Verbindung zum Internet bzw. Akkuladestand angezeigt. Ich habe dann die Möglichkeit hier auszuwählen Start, also direkt zum Metro-Desktop zurückzugehen, Suche, Share, also Teilen, Devices, also Geräte oder Einstellungen. Wenn ich auf Einstellungen gehe, dann öffnet sich hier so rechts ein Schnelleinstellungsdialog, der mir zum Beispiel erlaubt, die Sachen, die man normalerweise aus der, ja, klicken wir mal hier, aus der Taskleiste kennt hier unten, also diese kleinen Einstellungsmöglichkeiten in der Tray im Grunde genommen, um die Lautstärke zum Beispiel einzustellen, hier Internetverbindungen. Ihr seht, wenn ich hier draufklicke, dann öffnet sich auch schon hier das Metro-Design. Ihr seht Netzwerkverbindungen oder Stromsparfunktionen. Das lässt sich hier alles aufrufen. Was ist das hier? Aha, eine Nachricht habe ich hier noch. Also das ist so ein Message-Menü im Grunde genommen. Wenn ich dann hier also auf Settings gehe, kann ich Schnelleinstellungen machen, wie zum Beispiel das Netzwerk einrichten. Ich kann auch die Lautstärke einstellen in diesem Metro-Design. Wieder natürlich auch, also ich finde es im Vergleich zu dem, was es vorher gab, eigentlich potthässlich. Erinnert mich so wirklich an eine richtig Touchscreen, Android-mäßige Oberflächen und das ist einfach gehalten, weil man es halt mit dem Finger benutzen muss und es muss halt für den Benutzer klar sein. Aber also so richtig stylisch ist es noch nicht, finde ich. Notifications hier kann ich an- und ausmachen und ich kann natürlich Power an- und ausmachen und meine Dingens ändern. Ich kann hier, ja, Desktop Settings sind das im Grunde genommen, die ich einstellen kann.
Wenn ich Devices mache, komme ich hierzu auch wieder an der Seite irgendwie Devices angezeigt. Das wäre halt für USB-Sticks oder Kameras nützlich. Ich kann ja mal draufklicken und dann damit arbeiten. Ähnelt so ein bisschen den Plesmods, den man von KDE vielleicht kennt, die dann auch sowas Ähnliches anbieten. ShareTap ist auch gut. Da kann ich einfach einen Screenshot zum Beispiel sharen oder andere Sachen einfach teilen mit Freunden und Bekannten. Das mache ich mal. Kann dann die mit einer App teilen, im Grunde genommen in dem Fall diese Socialité-App. Da muss ich natürlich angemeldet sein, damit das Ganze funktioniert. Suche möchte ich auch mal zeigen, die öffnet sich auch oben rechts. Das geht übrigens in allen Programmen, kann ich eben diese Suche finden. Das ist immer die gleiche Suche, immer die gleiche API. Und ich kann dann einfach mal irgendwas eingeben, zum Beispiel Explorer. Und klicke auf Suchen. Und muss dann auswählen, wo ich jetzt suchen möchte. Also in Build, in Memories, in Near Mir. Das sind jetzt die Online-Dienste im Grunde genommen, die man installieren kann für die Suche. Ihr seht Pickstream, Socialité, wie das im Store oder in Twitterama. Also ich kann in Twitter auch suchen nach dem Explorer. Ich kann aber auch in den lokalen Einstellungen suchen, in den Programmen suchen oder in den Dateien suchen. Ich mache mal hier Dateiensuche nach dem Explorer. Und ihr seht, es werden hier drei Dateien gefunden. Programme gefunden, Explorer, Windows Explorer, Internet Explorer. In den Einstellungen werden vier Sachen gefunden und in Dateien wird null gefunden. Es ist null gefunden worden, was natürlich ein bisschen seltsam ist. Das ist auf jeden Fall die Suchfunktion. Ihr seht, das ist auch direkt wieder zurückgegangen zu dem Metro-Design. Und jetzt wundert ihr euch, wie komme ich eigentlich wieder zurück? Ihr könnt natürlich hier unten links wieder in die Ecke gehen und auf Start klicken. Das funktioniert immer. Das ist sowas wie ein Hotspot-Funktion, wie in GNOME 3 oder auch in Ubuntu Unity, wo ihr dann oben links in die Ecke gehen müsst, um dann eben zu euren Aktivitäten oder zu eurem Dashboard zu gelangen. Das ist hier bei dem Windows eben unten links, weil man halt eben den Startknopf auch von unten links her kennt. Bei den Tablets sieht das natürlich anders aus, da muss man einfach rüber swipen von rechts nach links so ein bisschen und dann öffnet sich auch so quasi das gleiche Menü, nur eben an der Seite angeordnet. Gehen wir mal auf Start wieder, kommen wir zu unserem Metro-Desktop zurück. Ich kann mal versuchen, hier ein paar Apps anzuklicken, aber ich hab's euch ja schon gesagt, ich habe die kleinere Version runtergeladen, da ist nichts mit Anklicken der Apps, da kann man nichts machen. Auch hier oben irgendwie Benutzernamen anklicken, da kann man nur eben den User-Teil ändern. Also diese Oberfläche ein bisschen was anpassen, das kann ich hier machen. Hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, ach, hier ist das doch die Möglichkeit, mein Bild zu ändern. Ich habe es gerade eben in der Systemsteuerung nicht gefunden. Wo ist denn das? Unter Personalize tatsächlich. Also hier oben muss man einfach draufklicken, kann man den Lockscreen einrichten und den User-Teil. Ah, seht ihr, das ist mir auch nicht direkt aufgefallen, dass man das hier machen kann. Auf jeden Fall kann ich dann hier einfach mal ein Bild auswählen, falls ich eins habe. Das ist der neue Öffnen-Dialog, der jetzt auch funktioniert. Ihr seht, hier steht, woher ich diesen Öffnen-Dialog aufgerufen habe. Ich kann in Dateien suchen. Hier habe ich die Möglichkeit, einfach was anzuklicken. Hier werden aber auch soziale Netzwerke angezeigt oder halt Plugins angezeigt. Flickr könnte zum Beispiel hier reinkommen und so weiter und so fort. Und ich könnte das dann hier auch auswählen und dann Bilder davon auswählen. Ansonsten habe ich hier einen Go-Up-Knopf, um dann einen Ordner höher zu gehen. Ihr seht, dann wird hier eben sowas angezeigt. Insgesamt ist das eben alles für Touchscreens gedacht und ich frage mich ganz ehrlich, wird das alles sein für Windows 8? Wird man den kompletten klassischen Desktop über Bord werfen und wirklich nur diese Touchscreen-Interfaces benutzen? Ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen. Der GNOME 3-Aufschrei, der Unity-Aufschrei, den ich ja schon gehört habe in der Community, in der professionellen Linux-Community im Grunde genommen und auch schon die ersten Leute, die bei Mac mit dieser neuen Startoberfläche gedacht haben, das wollen wir eigentlich gar nicht, wir wollen den klassischen Desktop. Ich glaube, Microsoft wird damit auf die Nase fallen, wenn sie den klassischen Desktop komplett abschaffen. Natürlich, für klassische Anwendungen wird der klassische Desktop gestartet, das ist klar, aber das alte Startmenü wegmachen und irgendwie, es gibt auch keine Möglichkeit, jedenfalls in den Einstellungen habe ich nicht gesehen, dass man den Explorer-Exe tatsächlich als Shell, also die klassische Windows 7-Oberfläche im Grunde genommen als Shell einstellen kann, so dass nicht jedes Mal Metro startet. Das geht nicht. Und es macht auch Sinn, dass es nicht geht, weil viele, zum Beispiel das Control Panel und viele Einstellungsmöglichkeiten und auch eben unten links diese Möglichkeit, das braucht halt eben Metro, ansonsten läuft das gar nicht. Dann ganz neu hinzugekommen ist hier die Möglichkeit per Webcam. Man geht also davon aus, dass alle PCs jetzt Webcams haben werden, dass man eben eine Webcam dann einfach ein Foto schießen kann von sich und das dann hier benutzen kann. Ihr seht auch wieder klassische ja, Tablet-Oberfläche im Grunde genommen.
Und ja, wie kommt man eigentlich zurück? Es gibt keinen Zurückknopf in dem Fall, man muss auf die Windows-Taste drücken. Dann kommt man zurück zu diesem Startmenü, im Grunde genommen dieser Metro-Oberfläche. Und gehen wir nochmal hier auf dieses Teil. Ich kann hier Lock machen, um eben den Bildschirm zu sperren, und Lock Off oder mich als Lechwerk 2 anmelden oder neuen Benutzer hinzufügen. Wenn ich auf Start klicke, passiert im Grunde genommen gar nichts. Ihr seht, hier ist der Platz oben ist irgendwie verschenkt. Wahrscheinlich für das Scrollen für die Leute, die halt eben dicke Finger haben, gedacht, aber für den normalen PC-Gebrauch irgendwie ist das nichts Halbes und nichts Ganzes, wie ich finde. Gucken, ob das hier funktioniert. Es funktioniert noch nicht. Ich kann die Kacheln aber auch selbstständig irgendwie anders anordnen. Ihr seht, ich kann das rüberschieben und irgendwo anders anordnen. Das hat man ja auch gezeigt. Das geht also mit Drücken und Ziehen, wie man es halt von Icons auch her kennt. Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Möglichkeit, halt ein Icon eben in dieser größeren Übersicht irgendwie zu ziehen. Das heißt, dass ich alle vier Kategorien Ansichten quasi sehen kann und die irgendwie verändern kann. Da muss es irgendeinen Shortcut geben für, aber ich habe den bisher noch nicht gefunden. Jetzt habe ich Escape gedrückt, das war kein Shortcut dafür. Das scheint eine Zurückfunktion zu sein oder sowas. Ja, das ist halt eben die Windows 8 Oberfläche im Grunde genommen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, für Tablets durchaus interessant. Für den ganz normalen Desktop, da würde ich das hier doch tatsächlich bevorzugen mit einem ordentlichen Startmenü. Also die Windows 7 Oberfläche im Grunde genommen würde ich da bevorzugen. Achso, eine Sache möchte ich noch zeigen. Hier klassische Programme. Ich habe hier mal den Firefox installiert in einer aktuellen Version. Das klappt auch wunderbar. Na, da will ich was importieren. Ich sag mal nein. Ich starte ihn gerade zum ersten Mal, deshalb. Das klappt auch wunderbar. Ihr seht, ich kann den hier als Standard setzen. Ich habe die Möglichkeit, hier das Menü ganz normal aufzurufen. Ist halt eben die ganz normale Firefox-Version 6.02 in dem Fall, die man von Mozilla herunterladen kann. Das funktioniert also wie gehabt als klassische Anwendung mal. Das also hochinteressant, wie das Ganze sich hier entwickelt hat. Rechtsklick auf dem Desktop gibt es immer noch. Da kann man die Screen Resolution einstellen. Ihr seht, das wechselt auch in das klassische in das klassische Einstellungsdialogfensterchen, wo man dann hier weitere Dinge einrichten kann. Gadgets kann ich auch einrichten, was auch sehr interessant ist. Das heißt, Microsoft hat sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Das heißt, ich kann die alten Gadgets, die man aus Windows 7 her kennt, aus Windows Vista her kennt, immer noch weiterhin hier auf den Desktop zum Beispiel platzieren und sind lauffähig. Größer machen, kleiner machen. Ich erinnere mich doch an KDE 4 sehr stark. Personalize funktioniert auch wie früher, also das ist eben der klassische Desktop, aber eben ohne die Möglichkeit eben das Startmenü aufzurufen oder sowas, und das wechselt automatisch in Metro rüber. So, jetzt habe ich glaube ich das Ganze zum Abschluss gebracht. Das ist aber auch eigentlich schon alles, was ich so präsentieren kann von dem ganzen System. Ich habe euch im Grunde genommen das gezeigt, was schon läuft. Ihr habt gesehen, es gab einige Schwierigkeiten hier bei der Aufnahme, weil das System halt noch sehr, sehr instabil ist. Vielleicht liegt es auch an der kleineren Variante, die nur 3 GB groß ist, die ich mir runtergeladen habe. Vielleicht muss man sich die 5 oder 6 GB große Variante holen, um dann ein bisschen noch mehr rumspielen zu können und dann die verschiedenen Metro-Apps auch noch um auszuprobieren. Aber ich glaube, das Größte habe ich euch gezeigt, das Gröbste habe ich euch gezeigt. Und meiner Meinung nach, wenn man tatsächlich hier komplett die Oberfläche auf Metro wechselt, auch für den normalen PC-Gebrauch, also Notebook, ich habe es ja hier auf dem Notebook, ich kann mich nicht dran mit anfreunden. Im Gegensatz zu Unity und GNOME 3, wo ich dann doch sehen konnte, okay, ich kann es normal mit Tastatur und Maus noch bedienen und ich kann meine Sachen finden, auch wenn ich etwas länger nachgucken muss, aber hat man es einmal gefunden, dann funktioniert es, kann ich mich hier mit der Oberfläche nicht anfreunden, weil man sieht ganz, ganz deutlich, dass das eine reine Tablet-Oberfläche ist, die nicht in geringster Weise für die Tastatur oder für die Maus gedacht ist. Und das muss man ganz knallhart so sagen. Diese Oberfläche hier, die klassische Oberfläche, die ist eben für Tastatur und Maus gedacht. Und die andere Oberfläche, die Metro-Oberfläche, ist nicht für den Desktop gedacht, sondern das ist eine reine Tablet-Oberfläche, und die mit dem ganz normalen Tastatur und Maus zu bedienen, das kommt einem so vor, sitzt man vor einem Emulator, vor einem Tablet-Emulator, und das fühlt sich nicht natürlich an, das fühlt sich nicht korrekt an, und da muss Microsoft noch einiges tun, dass dieses Feeling weggeht, dass man tatsächlich auch, wie Anfang war es ja bei GNOME 3 oder bei Ubuntu Unity war es ja auch noch so, wo ich gedacht habe, setzt sich das wirklich durch, das ist zu Tablet-lastig, aber man hat dann doch schon gesehen,
sehen, dass das auch tatsächlich für eben normale Desktop-Computer gedacht ist und nicht für Tablets gedacht ist. Und das habe ich hier bei dem Windows 8 bei der Oberfläche von Metro bisher noch nicht gesehen. Also mein Fazit jetzt zu diesem kleinen Windows 8 Developer Preview. Microsoft muss noch einiges tun, damit sich das tatsächlich auf PCs durchsetzen wird. Ansonsten wird man doch noch sehr, sehr lange auf Windows 7 zurückgreifen müssen, wenn man einen klassischen Windows Desktop haben möchte.